Hallo, ich bin Martin von songwriteronline.com. Das ist Tipp Nummer 19 meiner Serie 28 Tipps in 30 Tagen. Nicht jeder von uns hat das Glück, dass er ein Konzertflügel oder ein akustisches Piano bei sich zu Hause rumstehen hat, und deswegen wird gerade im Home-Recording-Bereich Klavieraufnahmen oft mit dem E-Piano simuliert. Das Problem bei E-Pianos ist, ein E-Piano klingt wie ein E-Piano und meistens nicht so gut wie ein richtiges Piano. Und ich möchte dir in diesem Tutorial heute zeigen, wie ich versuche, ein E-Piano mehr in Richtung eines akustischen Pianos zu bekommen. Dazu hören wir mal kurz in dieses Beispiel rein und dann gehen wir die einzelnen Arbeitsschritte durch. Okay, das klingt gar nicht schlecht, aber es kommt jetzt an ein akustisches Piano nicht so wirklich ran, und deswegen werde ich jetzt versuchen, mit verschiedenen Arbeitsschritten noch ein bisschen besser diesen Klang eines akustischen Pianos zu imitieren. Im ersten Arbeitsschritt nehme ich mir wie immer meinen EQ, und jetzt werde ich versuchen, oder habe ich hier in diesem Fall schon versucht, schlechte Frequenzen rauszufiltern und gute anzuheben. Das zeige ich euch kurz. Ich lasse das Piano laufen und dann schalten wir den EQ zu. EQ an. Okay, man hat also ganz gut gehört, dass wir hier diesen mumpfigen Gießkannen-Sound hier haben. Wenn ich den anhebe, klingt sehr unangenehm, röhrt irgendwie, klingt lärmig, dröhnend, klingt nicht gut, habe ich deswegen rausgezogen. Dann haben wir hier um die 700, 800 Hertz sehr viele nasale Anteile gehört, die, wenn man sie hoch anhebt, auch nicht wirklich gut klingen. Was gut geklungen hat, war dieser Bereich hier. Um die 1500 Hertz. Hier kann man so ein bisschen die Präsenzen rauskitzeln und die Anschlagsgeräusche so ein bisschen besser rausholen. Dann habe ich einfach noch ein kleines bisschen mehr die Höhen angehoben, und hier habe ich meinen Low-Cut-Filter gemacht, um Trittschallgeräusche, wenn er aufs Sustain-Pedal tritt zum Beispiel, zu eliminieren. Dann im zweiten Schritt habe ich einen Harmonic Exciter angewendet. Mit einem Harmonic Exciter kann man gerade in den oberen Frequenzen noch für etwas mehr Glitzer und edlen Schein sorgen. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Und wir gehen vielleicht an die Stelle, weil da spielt er, glaube ich, höher. Und dann schalte ich diesen Harmonic Exciter mal zu, dass ihr den Unterschied hören könnt. Und ich spiele hier ein bisschen mit der Intensität rum, dass ihr besser hören könnt, was dieser Exciter hier macht. Okay, ich glaube, man hat ganz gut gehört, hier kommt also der Glitzerfaktor ist ganz groß, so ein edler Schein ein bisschen, und wie gesagt, diese Hämmergeräusche, wenn diese Hämmerchen von einem akustischen Klavier tatsächlich auf die Saiten schlagen, habe ich versucht damit zu imitieren. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert hier. Dann habe ich noch einen Kompressor angewendet, in diesem Fall aber nur, um diese Peaks abzufangen. Man spielt hier mit der linken Hand im Bassbereich nicht ganz so laut, und mit der rechten Hand spielt er auch noch dann relativ weit oben, relativ hohe Frequenzen oder hohe Harmonien, hohe Akkorde, haut er richtig ordentlich rein, und das wollte ich ein bisschen abfangen mit dem Kompressor, den schalte ich jetzt auch mal zu.
ich denke auch, das hört man ganz gut, dass diese Ausschläge oder diese extremen Peaks, wenn er da so mit der rechten Hand ordentlich zuschlägt hier, dass die ein bisschen abgedämmt werden und dass wir insgesamt hier ein ausgeglicheneres Signal haben, was die Lautstärke betrifft. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Hall eingesetzt, um ein bisschen mehr Räumlichkeit zu verleihen, weil das Piano klingt jetzt hier so ganz trocken und wir wollen es in so einen kleinen, aber feinen Raum stellen. Das schalte ich hier noch mit dazu. Und Hall an. Okay, das Ergebnis kann sich hören lassen, finde ich. Ich schalte nochmal zum Vergleich jetzt alle Plugins aus und nacheinander zu, dass ihr besser hören könnt, was genau passiert, wenn jedes einzelne Plugin dazukommt. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen näher uns hier an den Sound eines akustischen Pianos rantasten konnten. Okay. Also ich denke, das ist ein ganz gutes Ergebnis geworden. Man kommt natürlich niemals so wirklich jetzt an einen richtigen Konzertflügel ran oder ein schönes, hochwertiges Akustikpiano. Ich hoffe, dir hat das geholfen und freue mich natürlich, wenn ja, über einen Daumen nach oben oder über neue Abonnenten. Und morgen geht es schon wieder weiter mit Tipp Nummer 19 meiner Serie 28 Tipps in 30 Tagen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao, tschüss.